Ich fahre. Ja. So. Der Fahrer fährt. Ich sitze hinterm Fahrer. Oh. Sehr Stell mal schön. die Klima runter, ist irgendwie zu kalt hier Boah, drin. kannst du mal aufhören, deine Knie in meinen Rücken zu drücken, ey? Klimaanlage an. Wann sind wir endlich da? So, Männer, 2 nach 8, ich würde sagen, Mission Start. Irgendjemand hat gerade eine Verbindung verloren. Irgendjemand? Da steht doch eindeutig CMZ. Wahrscheinlich. SF1, SF1, SF1. Einfach einsteigen. Genau. Nur gut, dass man extra früher kommt, damit man alles probieren kann. Ja, wir kommen früher, damit es später losgeht, ist ja ganz klar. Wenn gefecht ist, Medic und VIP bleiben drin und wir zwei steigen aus, oder? Richtig. Medic, also Fahrer und VIP bleiben drin. Genau. Warte. Sitzt der Medic jetzt hinten? Ich bin Nein, der Medic. Medic sitzt am Steuer, weil der steigt sowieso generell nie aus. Okay. Klingt sinnvoller. Aber also, Steffen, bitte die Hand noch ans Lenkrad. Du fährst nicht freihändig. Na, erstmal losfahren. Wenn du bremst, bitte unbedingt. Hier, Echo und alle, wir sind ready. Berliner, du stirbst nicht. Nur, dass du es weißt. Du bremst oder einfach stoppst. Würde ich sagen, wenn der Helikopter über uns schwebt, dass es dann losgeht, oder? Nicht oder, sag einfach was. Genau. Okay, da kannst du den Motor mal anschmeißen, Berliner. Wir brauchen noch einen Namen für den VIP. Wieso höre ich ihn? Achso, sie funkt. Ich glaube, wir nennen der Spitzname oder Rufzeichen für den VIP heißt Samantha. Passagier? Passagier? Das Paket. Das Paket, bitte. Der Vogel ist gelandet. Ich kann auch nicht euch wirklich helfen mit zurückschießen, ja, ich habe nur eine Pistole. Das ist schon viel zu viel für ein VIP. Ich habe zwar ein Gewehr mit, aber keine Munition. Ah, das ist gut. Berlin ist die Waffe. Kein VIP bringt eine Waffe hier. Abgeben. Gibt's nicht. So. Wer ist jetzt wieder ausgestiegen? Was? Famous Shop. So. Ja, ich muss nur kurz was schauen. Achso. Ob ich Munition habe. Du kannst natürlich. Habe ich dir einen Tipp gegeben, hä? Du kannst aber auch jederzeit M drücken und dann über das Gear-Menü dich selber angucken, während du im Fahrzeug sitzt. Ja. So. So. Mal sehen. Vielleicht hätte der Helikopter keinen Treibstoff mehr. Ja, Treibstoff fahren hab ich nicht in den Städten. Sehr schön, eure SUVs sind sogar gegen Wärmebilder. Sieht nett aus, ist gerade dabei. Oh, das ist ein bisschen überladen, oder? Wir sind vielleicht deswegen Wärme geschützt, wenn die Motoren nicht alle haben. Okay, it's the right to go. Entschuldigung, mein System ist gerade abgestürzt. Können wir ganz kurz warten, bitte? Oder? Ja, tut mir wahnsinnig leid. Wir müssen ja auch nicht rasen. Nee. Ich habe eh nichts zu sagen. Ich bin ja hier. Ich bin nur von A nach B. Genau. Warum hast du eigentlich keinen Jutesack über dem Kopf? Ach, halt VIP, nicht Geisel, ja. Ja. Wir fahren nämlich in Guantanamo. Weißt du's? Gleich kriegt man den so eine Kopf ist so. Worte für Guantanamo, ne? Ja, wer weiß, vielleicht bist du ja die Herzdame. Okay. Wie schaut's aus? Na, kannst du gehen oder was? Wenn der Herzbude. Ich glaube, da vorne war noch Kommando. Wechsel ist aber auch wieder besonders leise. Tase. Naja. Ja, sag einfach mal los, auch wenn du nicht wirklich der Chef bist, aber. So, Männer, ich sag einfach mal los, ne? CMZ, der kann ja noch Namen transportieren, der. Ja. Genau so sieht's aus, okay. Boom, ID tot. Naja, schade. Ich glaube, mitten im Spiel wird die Mission dann gewechselt von eskortiere die VIP. Rette zwei Piloten. Soll ich dem Fahrzeug von uns genau folgen oder kann ich auf der Straße bleiben? Der da vorne hat geguckt, eindeutig. Du hast dir das Video angeguckt, ja? Noch nicht, nee. Ach so, ich dachte, das war jetzt. Welches meinst du, unser Trennlich oder was? Ja. Nee, hab ich noch nicht gesehen.
Okay, ich dachte, das war eine Anspielung auf meinen ersten Befehl an Tase. Versetzt zu fahren. Der fährt dann jenseits der Straße. Nee, das fehlt mir noch. Mein Gott. Ich sehe ja nichts durch den Rauch. Ich bin gespannt. Na gut, der Rest ist dann geteert ab. Thermokulei eigentlich. Haben wir endlich mal was für ihr Geld getan und hier ein bisschen vernünftige Straßen gezimmert. Nee, wobei, nee, schon aus früher. Breakpoint 1. Ist das nicht hier auch schon feste Straße? Ist halt einfach nur staubig, oder nicht? Das ist ein Schotterweg. Ja, so. Ist nee, feste Straße ist links von uns eigentlich. Hier sind manche an Personen voraus. Hier erst Zivilisten. Alle in den nächsten Dorf Zivilisten. Der hinter uns wäre nicht drauf gefahren. Ist immer gut. Nur mal ein Schub von hinten. Mhm. In die ID rein, verstehe ich. Ich wollte das ja erst Stark Industries nennen. Die Mission? Na, echt. Aber die hatten ja richtige Ambis. Hier so ein schwarzer Stark Industries, ja. Tony Stark. Die Anspielung ist geil, aber kriegst keinen Iron Man Anzug? Nee, ist zu teuer. Ja. Will mich denn jetzt gar keiner fragen, ob ich mit den Playmates. Ja, nicht, dass du jetzt ein Foto machst, ne? Und dann explodiert er vorhin so was. Nee. Oh, der hinter uns ist Abstand, wunderbar. Ich habe auch diesmal extra sacht angehalten. Ja, also ich schau mal nach, was gerade ist. Befestigt die Straße. Ach, ist das mal eine entspannte Mission für mich. Ja. Jetzt sehen wir zumindest die Raketen auch fliegen. Verstehe ich nicht nur Boom, ja, sondern auch kurzzeitig Raketen auf uns zu. Dieser What the fuck Moment. Genau. Hast du das Video gesehen von mir, Coach, mit der Granate am Ende? Was ich jetzt vor kurzem hochgeladen habe? Hast bei du den Engländern wieder. Ja. Das Ende ist phänomenal. Ich habe den Schluss von Tase gesehen, diese kurz erstellte Mission von mir. Du, da bist ich, wurdest du da niedergemäht und dann hat Tase noch versucht, dich da wegzuziehen. Steffen ist tot. Wir hatten noch nicht den Feind ausgeschaltet, aber Tase musste hingehen, um zu schauen, ob du wirklich tot bist. Und ja, danach war dann auch Tase tot. Und dann hieß es, Tase und Steffen sind tot. Und dann musste Gunman wirklich hingehen, um zu schauen, ob wir beide wirklich tot sind. Und danach hieß es. Ich packe meinen Koffer, ne? Und alles tot. Ist mein Teamspeak wieder abgestürzt oder geht's noch? Nee, ich höre dich. Hör dich auch. Hä? Rechts, wir sind rechts. Ich will doch nicht sehen, wo ich reinfahre. Ich hoffe, die IDs sind versteckt, damit so richtige Rums beim ersten Mal. Nein, weil, ja, sag ich mal so, die Soldaten hier in diesem Kommando sind nicht so schlau. Mhm, danke. Will ich jetzt mal ja, so sagen. Weil ich hatte mehrmals. Richtig aus. Trotzdem raufgefahren. Der Schlau. Ne, sag ich am besten, dass es nicht böse klingt. Der ist doch geil. Ja, man muss sich halt erst daran gewöhnen, dass auch tatsächlich Leute sowas einsetzen in der Mission. Ja. Aber ich hab's x-mal. Feuer im Tal, Feuer im Tal. Feuer im Tal? Lagerfeuer oder? Bestätigte Feuergefechte im Tal. Ah, Feuergefecht. Ist aber nicht so verstanden, wir fahren etwas langsamer. Genau, dass wir uns besser drin. Hier Echo 1-5, bewaffnete Personen nördlich von Thermokulei. Oder kam das gerade von Lukas Leo? Hat er gerade gesagt. Das hört ihr ja nicht, ihr habt ja nur 343, ne? Leider ja.
Er hat gerade aus nördlicher Richtung gesagt. Steffen, hast du das große noch bei? Mhm. 148er, dann, ja. Dann hörst du den. Ja. Ich ignoriere es einfach. So. Gut. Nee. Momentan Entfernung 1450 Meter. Hast du Suicide-Bomber getroffen, oder? Ja, die habe ich jetzt nicht eingesetzt, weil ich nicht wusste, wie das geht. Ich wollte nicht unbedingt riskieren, dass er uns gerade auswählt. Coach, du spoilst doch jetzt alles für die Zuschauer. Kann doch sein, dass wir nachher noch von irgendwie Allahu Akbar-mäßig in die Luft gesprengt werden. Ja. Reicht ja wohl, wenn jetzt die IDs versteckt sind. Warum macht eigentlich hier Dai keinen Kameramann mehr? Der könnte hier. Ich bin beschäftigt mit dem 24-Stunden-Event. Genau, was schon länger als 24 Stunden dauert. Ja. Schon eine Woche oder so. Hier mal Echo 1, die Gruppe bewegt sich auch Richtung Norden. Ich hab mal gehört, ein Chinese ist, glaube ich, gestorben oder verhungert vorm Rechner. Man sollte sich mal drum kümmern. Nee, das kann leider nicht passieren. Der kocht sich ständig Salat und sowas Deftiges. Die erste Kurve passiert. Kein Feuergefecht. Was war das jetzt für eine Aussage? Naja, Verwunderung. Ich bin schon an einer ersten bewaffneten Gruppe vorbeigefahren, aber wenn die uns nicht angreifen. Hast du sie gesehen? Naja, ich weiß ja, wo sie sind. Naja, aus dem Jeep heraus jetzt meine ich. Nein. Kann ja sein, dass die einfach nur gerade hinter dem Hügel verschwunden waren. Ja, die haben die große Anzahl an gepanzerten SUVs gesehen, haben gesagt, nö, heute mal nicht. Geh lieber noch eine Capri-Sonne trinken in der Bar. Ja. Genau. Aber wir sind von Blackwater, wenn jemand fragt. Nicht US, Army hier, sondern... Jetzt sind wir ja von Xen. Wir haben uns doch umbenannt, weil Blackwater zu negativ ist. Ja. Ist doch behaftet mit Kriegsverbrechen und sowas. Oder was? Ja, genau. Kohle aufs Verdienen oder Ende? Wer will schon was mit Kriegsverbrechen im Mut haben? Wir sind doch die TF Knights. Der da extra links am Ärmel dran bei dir. Knight. Terror Force. Oder Team Fortress. Theorisiert das. Team America. Genau. Hier Echo 1 an Alpha Stopp. Ja, das lässt schon mal das Herz ein bisschen höher schlagen. Bei der Linkskurve vor euch ein BRDM und ein Schieblack. Heiße Dame auf Haiti in der Nähe. Ja, 9 Uhr. Kann er Alt-T drücken oder geht das nicht? Doch, kann er. Dann sag ihm das mal. Wurde ihm auch gesagt. Ja, schreib's ihm einfach nochmal. Oh, ich höre gerade jemanden schießen. Von hier Echo 1 nochmal von hier oben. Nichts zu sehen, empfehle trotzdem die Umfahrung und achten Richtung 15 Grad unter den nächsten Hügel waren die 5 gemeldeten Soldaten oder Milizen. Hinter uns, richtig geil abgedeckt. SF1 zugestanden. So sieht es aus, den Fisch bauen, ne? Wollen wir zurücksitzen müssen, dann nochmal hoffen. Ja, die Chicks hier am Straßenrand hier. Naja. Hola! Nicht so schnell, die hinter uns sind nicht eingestiegen. Ja, eben, die sind noch am Diskutieren. Vor uns wird doch geschossen. Hört das keiner, oder? Ach, die paar Knallfrösche. Die paar Knallfrösche? Vielleicht warten die auch auf CMZ. Die SF1 hier umfahren, die fragt rechts. Muss, rechts vor uns. Aber ihr hört doch die Schüsse auch, oder nicht? Ja, jetzt auch, ja. Okay. Das kommt eher hinter uns. Ich bin taub. Achso, ja, das kann auch sein. Ja, das ist hinter uns. Das haben wir geile Effekte hier. Ich wollte eigentlich nur so machen, dass ihr die Straße nicht verlassen dürft. Aber so viel Lust hatte ich dann doch nicht, die ganzen Panzerminen zu verteilen. Man kann auch mit dem Ding ins Minenfelder legen. Ja, Echo 1 am Hang vor euch, sowie 6 neben dem Wald. So ein Killerhasen oder was? Killer jetzt, endlich. Jetzt habe ich ja mal Steffen hier bei mir. Also, Steffen, du bist doch der Berliner, ne? Ne, du bist der Berliner. Ich bin der Steffen. Ja. Tschüss, Wohnort Berlin? Ja. Du schießt mit der Bettling.
Ich weiß, dass du in Marzahn wohnst, Alter. Ich weiß, wo du wohnst. Das liegt mir schon seit Tagen auf der Zunge, um dich mal zu fragen. Sag mal, du arbeitest nicht zufällig bei Radio 1? Nein. Guten Tag, bitte vor. Wieso? Guck bitte einer meine Stimme. Da du, ja, an deiner Stimme, der Autopapst, hört sich so verdammt ähnlich an. Erstes Fahrzeug rechts von euch, erstes Fahrzeug rechts von euch. Oh, rechts von uns, ja, rennt einer. Ach, ist ja gut. Autopapst, was macht denn der so? Na, da rufen Leute an und der weiß sofort so aus dem Stegreif, was die für Probleme haben mit dem Auto. Ja, das kann ich nicht sagen. Ich kenne mich nicht mal mit dem Fahrrad aus. Da musst du vorwärts reden, um vorwärts zu fahren. Na gut, das kriege ich noch hin, aber jetzt von der Reparatur. Ja, Vorderrad kann ich auch noch hin, nicht Hinterrad. Jetzt werden Sie halten zur medizinischen Versorgung. Also hier, warum fahren die so mit links? Weiß nicht. Und hier stehen wir nicht. Ich fahr auch mal von der Straße runter, weil das cool ist, wird alle machen. Ich finde wohl, dass Echo 1 irgendwas steht. Das ist ein cooles Fahrzeug gemacht. Aber ich sehe von hier relativ wenig. Gamerut steigt Rauch auf. Wir brauchen ich sehe mehrere Zivilisten. Bis jetzt noch keine Bewaffneten, aber eine Straßensperre. Okay, komm bitte. Okay, negative Straßensperre. Zwei kaputte haben wir zu mir. Ein normaler Jeep. Ich sehe keine Sprengler und spontan. Verstanden, Echo. Was ich noch sagen wollte, wenn ich mit den IDs, ja, mein Medic hier zum Beispiel, was ich schon erzählen wollte. Bei der ersten Mission, wo ich IDs eingesetzt hatte, da habe ich dann x-mal vorher gesagt, dass es IDs gibt. Und der Schlauchmann Anuba, der mir dann, der das auch bestätigt, so, ja, endlich setzt jetzt mal einer ein, das ist nun mal so, das gibt es. Der ist Fahrer, der ist ein Jeep und fährt natürlich voll drauf. Und ich glaube, drei oder vier hat es dann sofort zerlegt. Jetzt zum Beispiel, jetzt ist das hier so lobenswert. Pixel und Tase klärt auf, guckt. Fahrzeuge weichen aus. Ich weiß noch, bei meinem zweiten Teamamt, da haben wir mit Bradley so IED-Suche gemacht. Also Bradley Bradley ist hinterhergefahren, acht Mann irgendwie vier pro Seite vorwärts, Aufklärung. Dann haben wir eine IED versucht zu entschärfen. Ich weiß nicht, ob wir Dani vorgegangen sind. Okay, SF1 hier, wir fahren weiter. Die ist trotzdem hochgegangen, hat uns aber nicht getötet. Also, das war glaube ich noch richtig geil gemacht. Und von Mila war das meine Mission. Das war so eine Probe oder eine Trainingsgeschichte, das hat noch Spaß gemacht. Man hat einen halt nicht getötet, aber war trotzdem geil. Was war das gestern? Hier, Echo 1, immer noch nicht in Sicht, allerdings nach dem rauchenden Fahrzeug kommt links mal ein Wald. Danach Hitzesignatur, kann aber nicht erkennen, um was es sich handelt. Verstanden. Das sieht da vorne aber sehr einladend aus. Schon wieder Chicas. Was? Chicas oder Chilkas? Da muss man natürlich jetzt vorsichtig sein, dass man keine Worte benutzt, die auch gleichzeitig ein tödliches Arbeitsgerät der Feinde darstellen kann. Okay, hier Echo 1, nur Zivilisten. Leck, ist das ein T-72A? Gleich oder wie meinst du? Zivilisten unter ihren naja. Kutten, die Waffen tragen. Chicas und Chilkas? Macht er nichts. Ja. Hier Echo und Konvoi Richtung 335 Grad Entfernung, 1 Kilometer. Wieder eine bewaffnete Gruppe. So, verstanden. So, ich glaube, ein bisschen zurück, wenn es davon gleich Pumm macht. Befindet sich außerhalb der Stadt. So wie rechte Flanke auch noch bewaffnete Einheiten, mindestens zwei. Richtung 8 Grad. Das war mal gut, schon mal. Sind wir schon so weit? Meins, oder? Wir haben vorhin ein Ding passiert. Timo Polai und dann war das die nächste Stadt, also da mal gut. Sind wir weiter. Ist ja so ziemlich halb vorbei. Da steht ja da mal gut. Feinde von rechts nähern sich langsam und schießen auf uns. Okay. Runter, 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 runter.